Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, genau, wir haben ja gestern das Update bekommen. Da hatte ich ja nochmal die Sonderfolge gemacht und ja, wir haben hier unten so ein bisschen was freigelegt. Wie gesagt, hier ranzukommen, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Das ist allerdings etwas schwierig. Ich muss hier nochmal ganz kurz durchgucken. Weil ich meine, hier hätte es noch mehr Stellen gegeben, wo man irgendwas verändert hat. Aber, ja. Ansonsten, um mal dieses Thema aufzureiben. Kurze Info da auch an den Michael. Jetzt aber nicht falsch verstehen oder so. Also, nur weil jemand oder weil niemand in der Community oder in irgendwelchen Foren schreibt, dass er ein Problem nicht hat, heißt es nicht, dass es nicht doch auftritt. So, dieses Problem, wir erinnern uns, hier in Leipzig, ist nämlich mit dem Update ebenfalls Geschichte. Das heißt, ob das jetzt bewusst eingebaut wird oder nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir hier jetzt ohne Probleme rein können. Das hat ja jetzt in Mannheim auch funktioniert. Es hat also kein Windows-Update gegeben, sprich nicht Windows ist schuld. Es ist kein Grafikkartentreiber schuld dran. Es liegt einfach irgendwo am Spiel selbst. Und offensichtlich scheinen das Problem dann doch mehrere zu haben, eventuell sogar die Jungs und Mädels von SCS selbst. Weil sonst wäre es jetzt nicht behoben und wir sind immer noch in der Beta. Also definitiv ein Spiele-Fail, sagen wir mal so. Haben wir ja schon öfter mal in einer Beta-Version gehabt. Sprich, es kann auftreten, muss nicht. Genau, wir fahren mal einmal hier rein. Das ist auch Niemandsland. Hier haben wir eigentlich nichts zu suchen. Ich will mal gucken, wie weit ich hier komme. Im LKW eine Schrebergartensiedlung. Warum nicht? Das hätte ich jetzt nett gefunden als Abkürzungsstrecke irgendwie. Aber als solche ist hier nicht markiert. Da vorne geht es nicht weiter. Es ist wie so... Okay. Oh, man kann hier durch mit dem Ding. Kommt zwar nicht wahr. Doch, warte mal. Ui. Nicht als Abkürzungsstrecke deklariert, aber hier ist ein Schlagbaum. Oh. Mist. Hey, 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 hey. Ja. Der hat funktioniert, ne? Ja, bis hierhin sind wir ja schon mal gekommen. Keine Ahnung, was das da zur Linken ist. Leipziger werden es wissen. Also, wir waren jetzt an unserer Garage. Ups, da hat er aufgebockt. Okay, ich sehe die Ampel nicht. Ja, wie gesagt, das sind dann tatsächlich Fehler am Spiel. Da kannst du installieren und machen und tun, was du willst. Das wird nicht funktionieren. Warum andere das nicht haben? Ursachen können natürlich vielfältig sein. Unter Umständen hat man die Strecke gar nicht abgefahren, dass es deswegen nicht aufgefallen ist. Oder es fahren zu wenig die Beta. Man weiß es nicht. So, da vorne haben wir einen Fotopunkt, den probieren wir mal aus, ob die funktionieren inzwischen, auch nur den einen erstmal. Dann werden wir mal schauen, was ist denn das da, der Bahnhof? Nee, was ist denn das? Leipzig Messe, kann das sein?
Ja, was wird jetzt passieren mit den nächsten Updates? Es wird, ich denke mal, weiter dekoriert, eventuell Fehler behoben, die noch da sein könnten, die mir jetzt aber so im Nachhinein nicht mehr aufgefallen sind. Man wird was... Oh. Hör mal. Das kommt, wenn man beim Fahren nicht nach vorne, sondern in der Gegend rumguckt. Ganz ehrlich. Echt, ey. Aber mal im Ernst, warum bauen die hier eine Laterne hin? Nee, ich hatte auch irgendwie auf die Baustelle geguckt und ich habe da echt nicht drauf geachtet. Ja, Mensch. Hier entsteht auch was Großes, ne? Diese Abstützdinger. Oh. Ich finde das ja mega. Mal ganz ehrlich, guck mal, warte mal. Lässt er das da jetzt stehen oder hebt er das wieder an? Nee, er lässt es... Okay. Aber wir müssen... Warte mal, wir müssen mal bald das... So. Er dreht rum. Und für sowas haben wir die Flycam, ne? Das ist hier ja wie die zwei vom Bau hier. Da oben sitzt der Mörtel drin, deswegen klappt das so gut. Die Frage ist, werden die da weniger oder... Aber wahrscheinlich, okay, jetzt holt er die da weg. Gleich gucken, ob da wieder ein neuer hinspawnt. Oder wie die das gelöst haben. Ich meine, mal jetzt so nach einem Schluck Kaffee, die Baustelle wird ja nicht weniger hier, ne? Wir sehen, wie die Box rüberschwebt. Wir werden das da jetzt genau im Auge behalten. Na? Dreht wieder rum. Nimmt er sich den nächsten? Okay. Sehr interessant. Also wenn man drauf, zumindest wenn man drauf guckt im Moment. Also man muss das ja auch mal beobachten, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen langweilig erscheint. Genau, so. Aber mal gucken, das wäre ja gleich die letzte Palette da, ne? Und da müssten ja eigentlich dann neue kommen. Theoretisch, theopraktisch. Weil. Also ist eine. Da ist der Haken. Ist eindeutig der Mörtel drin, so super wie das klappt hier. Was macht er jetzt denn? Fährt er darüber? Lädt er die jetzt wieder zurück oder was? Ja, aber wir gucken, wie das System funktioniert hier. So. Und da sitzt jetzt wahrscheinlich Bodo Bagger im Kran. Weil der Bodo schleppt das, was der Mörtel da hingetragen hat,
Wieder zurück dahin. Ach, guck mal, so läuft das. So läuft der Hase hier. Aber cool. Also es werden nicht neue gespawnt, sondern eben... Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wie komme ich aus dem Loch hier wieder raus? Da. So, gerade rüber, das machen wir mal eben Augen zu und durch. Gerade rüber das Arbeitsamt. Ja, was auch immer das hier ist. Auf jeden Fall stehen hier Busse. Das kann eigentlich nur ein Bahnhof sein, oder? Nur dafür diese Türen, das ist eigentlich typisch. Ich war noch nie in Leipzig, deswegen kann ich es nicht. Kann ich es nicht. Das ist definitiv ein Bahnhof. Osthalle. Ja. Aber sowas von Westhalle. Man hört auch den Sound von den Zügen. Ich fahre hier mal rum. Auch wenn ich das eigentlich nicht darf. Hier kommen wir. Ah ja, guck, siehste. Da sind nämlich die Gleise. Fahrräder ohne Ende. Hör auf zu hupen, sonst gibt's was auf die Gusche. Da sind die Gleise. Ist hier so. Ja, da sowieso keiner reingucken kann, wären die eigentlich obsolet gewesen, sagen wir es mal so. Dass übrigens hier manchmal dann die Texturen so komisch aufplappen, das hängt mit Folgenden zusammen. Ich kenne das aus dem Second Life. Das sind ja hier, wie sagt man, Shader-Grafiken oder auch Mesh-Grafiken, wie auch immer. Und diese Mesh-Dateien haben eine komische Eigenart. Das habe ich selbst schon festgestellt, als ich mit den Dingern im Second Life gebaut habe. Von außen sieht das alles ganz top aus. Aber wenn du reingehst, also sie brauchen auch sehr, sehr viele... Viele einzelne, also haben schon mehr Vektoren, aber ja, wie soll ich das erklären? Es sind ja irgendwo Mods. So, und wenn du das moddest, im Second Life heißt ein Teil Prim, das ist also ein Würfel. Und diesen Würfel kannst du natürlich verändern in Dreiecken, Kreisen, du kannst ihn verformen und so weiter, aber es bleibt eben ein Teil, sprich ein Prim. So, wenn du jetzt komplexe Gebäude baust, zum Beispiel... Nehmen wir mal an, ein Tisch. Ein Tisch hat vier Beine, eine Platte. Also hast du fünf Prims mit Mesh-Grafiken, die dann allerdings von innen durchsichtig sind, was aber in der Regel nicht interessiert, wenn du sowieso nur von außen drauf guckst, so wie hier zum Beispiel. Hat so ein Tisch dann zum Beispiel nur ein Prim. Also es ist nur ein einziges Bauteil, was man entsprechend geformt hat. Und das... macht so den kleinen, feinen Unterschied. Und das hier werden auch alles irgendwie, ja, ich sag jetzt einfach mal Mesh-Grafiken sein. Ich sag's ja mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, in meiner Unwissenheit. Aber vom Prinzip her, soweit habe ich das schon mal festgestellt, ist das bei allen Spielen mehr oder weniger gleich. Völlig wurscht, ob das jetzt Second Life ist, ob das der ETS ist, die Bauteile und so weiter, das ist alles irgendwo sehr, sehr
ähnlich. Wir gucken mal eben. Das werde ich allerdings erst hinterher sehen, wenn wir fertig sind. Wie der Fotomodus. Guck, siehst du, hätte ich das gleich gemacht, dann hätte ich das gewusst. Leipzig Hauptbahnhof. Ganz schön großes Ding, ha? So, Foto haben wir gemacht. Ich habe ja schon gesagt, dass wir später. Upsala. Da ist aber jetzt mal dann was abgestürzt. Das mag aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich irgendwas Falsches gedrückt habe oder sowas. Keine Ahnung. Also da sind noch Böcke drin, das muss noch gemacht werden. Ich denke trotzdem, dass wir in Leipzig landen, den ganzen Krempel jetzt nicht nochmal neu ausfahren müssen. Ich werde den Fotopunkt dann später nochmal kontrollieren. Ah ja, wir stecken in der. Stecken in der Baustelle. Dann mache ich den Fotopunkt zum Schluss. Kein Thema. Wir fahren noch mal ganz kurz geradeaus die letzten Strecken ab. Ja, aber wir sehen, es funktioniert. Auch wenn sowas ist wie Abstürze, sind es tatsächlich Spielefehler. Und ja, spielt keine Rolle, ob jemand in der Community darüber redet oder nicht. Entweder haben die Strecken dann nicht abgefahren, was ich ja schon gesagt habe, oder eben, ja. Man fährt die Beta einfach nicht und beschwert sich demnach auch nicht darüber. Gut, den Fotopunkt lassen wir im Moment mal weg. Mal hier rum. Würde gerne rot. Jetzt runter zur U-Bahn oder so oder Straßenunterführung, keine Ahnung. Hat Leipzig eine U-Bahn? Ja, wie gesagt, es funktioniert. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir schätzungsweise in der nächsten Woche die finale Version bekommen. Und ich habe jetzt in einem Forum gelesen, da schrieb dann jemand, oh, er meint, dass Griechenland erst 2025 kommt und so. Nee. Ich glaube, es wurde von SCS auch angekündigt noch für 2024. Und 2025 dann eben oben Skandinavien-Erweiterung. Und wir sind ja gestern quasi schon im, ich nenne es ja mal im Grenzgebiet gewesen. Haben uns das Ganze angeschaut. Und man sieht ja, wie weit das ist. Das ist eben, vom Prinzip her ist das fertig. Und wenn die ihre Fahrten von der Karte machen, um da das ein oder andere zu zeigen, dann sind die da so gut wie durch mit. Das sind jetzt so die letzten Tests und dann war's das. Aber auch eine wilde Straßenführung hier, ne? Meine Güte. Irgendwo fehlt mir hier noch ein Stück. Dies hier. Genau. So. Damit haben wir Leipzig fertig. Das heißt, hinten war noch ein Stück. Da fahren wir jetzt noch eben hin.
Ja, und dann soll es das für diese Folge gewesen sein, liebe Leute. Ich freue mich natürlich über Däumchen, über nette Kommentare, über neue Abonnenten, weil ein Großteil guckt immer noch ohne Abo und eben, genau, denkt dran, ein Abonnement ist kostenlos. Es hat nichts mit einer Kanalmitgliedschaft zu tun, die kostenpflichtig wäre. Oder aber auch das Premium-Abo von YouTube. Ja, Mensch. Wir machen aber mal noch ganz kurz was zum endgültigen Abschluss. In Rostock bin ich schon mal Auto gefahren, in Leipzig noch nicht. Und Stralsund, glaube ich, auch. Wir fahren hier mal geradeaus weiter. Wir mal sehen, was hier noch kommt, weil die Straßen kriegen wir mit Sicherheit auch irgendwann. Ich meine, hier kann man jetzt auch nicht so weit reingucken, weil das meiste verschwindet wieder. Aber gut. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Guck mal, und hier, ach so, das ist der... Ah! Von hier sieht man dann diese Einfahrt in den Hauptbahnhof. Wow. Das müssen wir uns mal anschauen hier. Guckt ihr euch das an hier. Volle Garage. Da hatten wir eben nur die Gleise gesehen, ne? Aber da kann man mal sehen, aus, je nachdem aus welcher Richtung man guckt, wie unterschiedlich das alles aussieht. Ja. Also jetzt sind wir nämlich drin im Bahnhof. Und da fährt ein ICE rein, den man so gesehen eigentlich gar nicht sieht. Wo ist denn der Rest von dir? Ach, da hinten. Der fährt dann... Ne, ist ein Kopfbahnhof, ne? Der kommt hier hinten nicht wieder raus. Wo ist er denn hin? Hm. Okay. In diesem Sinne, jetzt endgültig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Endgültig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.